Hallöchen, liebe Disney Dreamland Valley-Freunde und etwas verspätet, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute die Aufnahme ganz kurz, knackig und schnell, da ich schon ordentlich zu spät bin. Ich war nämlich mit einer lieben Freundin essen. Wie immer, wenn euch diese Videos gefallen, freue ich mich sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben. Wir schauen uns jetzt gemeinsam den neuen Dream Snaps Update Trailer an. Und ich hätte gesagt, let's go! Diesen Sommer! Was haben wir hier? Ich pausiere gleich. Oh, wir sehen aber den Schädelfelsen im Hintergrund. Vielleicht ist das ein Hint. Alrighty, alle gemütlich am Strand, am schillernden Strand mit Angeln. Ariel, okay. A new villager races into the valley. Penelope. Ah, sie ist schon süß. Und ihr Haus. Wait a minute. Wait a minute. Ihr Haus ist riesig. Oh mein Gott, schaut euch an, wie hoch das hinaufgeht. Das steht ja auf der friedlichen Wiese. Das ist ja wirklich riesig, 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 riesig. Oh mein Gott. Überlege ich gerade, wo wir das dann hinstellen werden. Aber es schaut sehr, sehr süß aus. Die Dream Snaps kommen. Ah, und so wird das dann zum Abstimmen. Okay. Da sieht man jetzt hauptsächlich Deko und Outfits. Ah nein, wartet mal, nochmal zurück. Nochmal zurück, sorry. Okay, das erste wird da sein. Was könnte das sein? Mach ein Foto mit einer Location vom schillernden Strand vielleicht. Hier hätten wir auch nochmal sommerlich. Es ist beides am schillernden Strand. Okay. Das könnte sein. Mach ein Foto mit deinem Lieblingsbegleiter. Oh, was hat der da so? Frucht- und Gemüsestände. Oh, süß. Die habe ich gar nicht. Voll lieb. Und da im Hintergrund sehe ich einen Baywatch Tower, voll süß. Exclusive Rewards. Okay, oh, was ist denn da? Da gibt es eine Skulptur. Die sehe ich doch schon im Mondstein-Studio von der Alissa stehen. Oh, süß animiert, wie die das rausploppeln. Discover new items in the Summer's Premium Shop. Gut, das kennen wir. Das haben wir bereits angeteasert, dass es kommen wird. Aber ich hinterfrage einfach die Sinnhaftigkeit dieses Outfits, wenn wir nicht schwimmen und tauchen können. Okay, das ist dieser Frucht... Fruchtmelonen... Das Fruchtmelonen-Krokodil. Hier sehen wir auch das neue Haarteil, was ja bereits gespoilert worden ist. Und auch den Taucheranzug für die Ladies. Und natürlich das wunderschöne Strandhaus, das ich natürlich auf jeden Fall haben muss. Auch das ist extrem hoch. Das habe ich mir nicht so hoch vorgestellt. Das schaut schon sehr, sehr hoch aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch dieses zauberhafte Häuschen zulegen werdet. Ich finde es sehr, sehr süß. Und ich, ja, da wird man wahrscheinlich nichts draufstellen können, aber ich finde die Terrasse da auch ganz lieb. Das Haus kennen wir ja bereits. Das habe ich mir schon aus dem Premium-Shop gegönnt. Ich schaue noch etwas, im Hintergrund sieht man das Standardhaus nicht ausgebaut. Ich glaube, das ist das Plaza in der Standard Edition. Alrighty. Und das war soweit der Trailer. Das Update kommt ja morgen um 15 Uhr raus.
Wie gesagt, großes Sorry an alle für das verspätete Video. Das ist jetzt auch nur ganz schnell, kurz und knackig aufgenommen. Ohne Hintergrundmusik dieses Mal. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich hoffe, das passt für euch. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein nur etwas schnelleres Video für euch, damit ich euch da noch auf dem Laufenden halte. Aber was ist eure Meinung zum Update? Ich lasse es jetzt vielleicht noch mal kurz durchrennen ohne Ton, während wir hier blabbeln. Amazing day. Isn't this the most amazing day you've ever seen? Ist das nicht der meist großartigste Tag, den du je gesehen hast? Aber da sieht man eigentlich nicht wirklich was Neues, außer ich glaube halt, das Outfit, was er anhat und die Schuhe, hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Aber da sieht man sonst nichts. Ich schaue nur nochmal, ob wir eh nichts übersehen haben. Gut, und dieses Auto wird halt ein Item sein, was man hinstellen kann. Ja, ja, bin ich jetzt nicht sonderlich scharf darauf. Ich hätte es besser gefunden, wenn es einfach so Candy-Items gibt, die wir dann auch dekorieren können. Vielleicht kommt da ja noch was. Sowas, so einzelne Lollis, solche Drops, die Streusel, sowas hätte ich cool gefunden als Deko-Items. Dann haben wir hier nochmal die Dream Snaps, auf die bin ich jetzt schon gespannt, weil so wie wir das jetzt da sehen, kann man das dann quasi einfach voten. Fühlt sich schon fast an wie ein Disney Dreamlight Valley Tinder. aber ich bin gespannt, wie es dann wirklich final sein wird. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Exklusive Rewards. Da bin ich halt gespannt, was dann diese anderen, Entschuldigung, Rewards auch sein werden. Weil wenn das jetzt nur so eine Dream Snaps Skulptur ist, jo, ist süß, aber hätte ich gern irgendwie was anderes. Ich finde ihre Haare, by the way, sehr cute. New items in the Summer's Premium Shop. Gut, das wussten wir ja alles bereits. Das ist jetzt wirklich nichts Neues und Aufregendes. Wie gesagt, das Häuschen werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich finde es aber nur witzig. Ich finde es nur witzig, wo ist es, dass sie dieses Haus im Trailer nochmal zeigen, obwohl es das ja schon im Premium-Shop gegeben hat. Da frage ich mich jetzt gerade irgendwie, ist ihnen da ein Fehler passiert? Weil warum wird das hier nochmal angeteasert? Das verstehe ich nicht ganz. So, hier sieht man eigentlich nicht wirklich was Neues. Was hier spannend ist, ist, dass in dem Trailer ist die Säule noch nicht gemacht. Okay, und da haben wir dann noch abschließend das Bild. Alrighty, ihr Süßis. Morgen am 19. werden wir auf jeden Fall streamen. Ich werde mein Bestes geben, dass ich um 15 Uhr zum Release des Updates starten kann. Ich muss halt schauen, wie ich auch mit der Arbeit fertig werde. Aber ich werde mich sehr bemühen. Für alle, die mir noch nicht auf Twitch folgen, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link. Ich würde mich sehr freuen, euch auch dort mit einem Follow begrüßen zu dürfen. Und wenn ihr morgen im Livestream mit dabei seid. Und in diesem Sinne, habt noch einen schönen restlichen Abend, Morgen oder wann auch immer ihr euch das Video anschaut. Fühlt euch geknuddelt und hoffentlich bis bald. Tschüss.